Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Basteleien. Ich war ja heute wieder beim Arbeiten und auf dem Rückweg bin ich wieder in zwei Action vorbeigefahren und bei Teddy. Und ein paar Kleinigkeiten habe ich bekommen. Ich wollte eigentlich bei Action schauen wegen den neuen Stanzen. Es gibt anscheinend schon wieder neue Slimline-Stanzen. Da wollte ich mir welche mitnehmen. Und wie gesagt, wenn ich mit dem Album fertig bin, dann kommt auf jeden Fall mal eine ganze Reihe mit Stanzkarten. Also ich war bei Teddy. Bei Teddy habe ich diese paar Jacken gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal habe. Aber die fand ich so schön. Die sind so Blumenform. Und die kann man gut auf Karten mit draufkleben. Und da sind 20 Gramm drinnen für jeweils 1 Euro. Dann habe ich diese Aufkleber mitgenommen. Ich fand die richtig cool. Kleine Donuts. Die habe ich zweimal mitgenommen. Weil ich denke, für ATCs oder so bestimmt nicht schlecht. Dann habe ich diese noch mitgenommen mit den Lollis. Wie gesagt, zum Thema Süßigkeiten auf ATCs, glaube ich, kann man die gut verbasteln. Und dann habe ich noch die hier mitgenommen. Die fand ich auch richtig schön. Die sind so an die Sternbilder angelehnt. Und ja, für 1 Euro, da sind 27 Stück drin. Und Schmetterlinge gehen natürlich immer. Wie gesagt, ich liebe Schmetterlinge, deswegen konnte ich da nicht dran vorbeigehen. Da sind drinnen, ja, bei uns gewittert es gerade. Steht gar nicht drinnen, wie viel drauf sind. Doch 26 Stück für 1 Euro. Wie gesagt, ich habe es mir schon fast gedacht, dass heute ein Gewitter kommt. Wir haben es jetzt 20 nach 12, weil es war heute so dampfig. Wir hatten 37,5 Grad, wie ich im Auto war heute Nachmittag und dann wieder nach Hause gefahren bin. Genau. Und die hier habe ich mitgenommen. Die fand ich auch recht nett. Achso, das war es jetzt von Teddy. Dann zeige ich euch noch von Action. Bei Action, ich habe euch ja letztes Mal schon erzählt, dass in 3 Wochen die Weihnachtsdeko rauskommen soll, wo ich noch dachte, es wäre Spaß. Nee, es war heute auch schon die Herbstdeko da. Und ich liebe ja Eulen und da konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Ich wollte eigentlich nichts kaufen, weil ich gedacht habe, nein, es ist noch nicht Herbst, sondern dann mal richtig Sommer gewesen. Und genau, kostet 2,65 Euro. Wollen wir schnell schauen, nicht, dass es mal regnet? Nö, bis jetzt noch nicht. Dann habe ich noch mal diese Farbe mitgenommen. Also ich habe jetzt letztes Mal schon 2 mitgenommen. Und jetzt habe ich die hier noch mitgenommen, weil ich so ein bisschen durchprobieren möchte, welche denn gut ist. Und die werde ich jetzt wahrscheinlich auch morgen drauf machen. Das ist Goldbrown und kostet 2,59 Euro. Dann habe ich noch einen Terminplaner. Also ich werde das Filofax jetzt zu Hause lassen, weil für die Handtasche finde ich es fast ein bisschen zu schade. Wenn da irgendwelche spitzen Dinger drin sind, dann wird vielleicht das geht das Leder kaputt oder so. Und deswegen habe ich es jetzt für zu Hause gelassen und das nehme ich für die Handtasche. Muss ich doch schauen, ob es reinregnet. So, entschuldigt bitte, aber bevor es reinregnet. Genau, dann können wir mal kurz reinschauen. Und das sind halt richtig viele Spalten drin. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Genau, der hat gekostet 1,49. Dann habe ich für meine Tochter, die hat letztens bei Teddy so einen so eine Halterung mitgenommen, wo man auch so Schwämmchen reintun kann. Und jetzt habe ich die heute nochmal gesehen und habe mir gedacht, naja, wenn der andere wieder versifft ist und sie wieder neue braucht, meistens gibt es dann nicht, wenn man neue braucht, habe ich die jetzt mitgenommen für 1,99. Dann habe ich letztes, wie gesagt, die Stencils mit, also die Schablonen mitgenommen, und da war ja die hier hinten, die war ja kaputt, da war auf der einen Seite nur so ein ganz schmaler Streifen und die habe ich heute umgetauscht und habe nochmal neue mitgenommen. Die ist Gott sei Dank auch richtig, also das Ganze, ich habe schon geschaut, eine kostet 94 Cent, ein Set mit 6 Stück, und ich habe jetzt das mit den Blumen doch noch mitgenommen, weil, wie gesagt, mit den Blättern, das kann ich euch nochmal zeigen. Das andere habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt. Entschuldigung, das Knistern.
Genau, da ist einmal diese Blume mit dabei. Wir fangen hinten an. Also wir haben einmal diese Blätter. Ich finde, die schauen auch diesmal ein bisschen komisch aus. Die sind so ein bisschen bräunlich außenrum. Dann habe ich die hier mitgenommen. Also die ist mit dabei. Die habe ich mitgenommen. Dann ist die hier in dem Set mit dabei. Und nochmal diese Blätter. Das ist, glaube ich, ein Ginkgo-Blatt, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann haben wir noch die Blume. Ich hoffe, man kann es richtig erkennen. Und wie gesagt, dann noch die hier. Aber auf der Rückseite habe ich es euch gezeigt, wie sie ausschaut. Genau so schauen sie aus. Das war die. Dann habe ich noch mitgenommen diese Sticker. Ich wollte die Sterne auch noch haben, aber die haben es leider nicht gehabt, aber macht nichts. Da habe ich jetzt jeweils einen Bogen mitgenommen, gerade wenn man auf Briefe vielleicht so ziert ist und ein kleines Ding drauf machen möchte. Da hat ein Bogen gekostet 55 Cent. Dann habe ich noch diese Stifte gesehen, die fand ich richtig interessant. Ja, die sind jetzt zu. Da kostet einer 94 Cent. Und da weiß ich nicht, ob das da oben glitzert, ob sich das bewegt da drinnen oder ob das einfach nur so drinnen ist. Aber schaut auf jeden Fall richtig cool aus. Und Türkis geht ja immer. Dann habe ich diese Schale gefunden. Ich fand die richtig schön, das Monstera-Blatt. Gerade für Kleinigkeiten zum Aufbewahren oder vielleicht zum Schmuck reintun. Das schaut in der Kamera richtig knallig grün aus, ist aber ein bisschen dezenter. Hat gar nichts gekostet. Ich hatte es draufgeschrieben. Ich kann es euch gar nicht sagen. Sorry, ich glaube 2 oder 3 Euro, das war nicht so viel. Nee, ich kann es euch jetzt nicht mehr zeigen. Aber wie gesagt, die hat mir richtig gut gefallen. Auch hinten. Genau. Dann habe ich nochmal diese hier mitgenommen. Die finde ich richtig lecker. Reiscracker. Und zwar mit Wasabi. Die fand ich besser als die anderen. Das andere war Meersalz. Das hat mir jetzt nicht so gut geschmeckt. Aber die sind richtig gut für 1,39. Habe ich gleich 2 Stück mitgenommen. Dann habe ich noch von den kleinen Schälchen hier. Wie gesagt, die sind auch immer ganz gut für den Schreibtisch. Wenn man so Kleinkram hat zum Aufbewahren. Vielleicht für Stecknadeln oder für Sicherheitsnadeln oder was man halt gerade mit was man gerade arbeitet. Und da hat ein Schälchen 39 gekostet. Da gibt es, wie gesagt, noch 3 andere Größen. Und ich habe nur die ganz kleinen jetzt mitgenommen, weil sonst habe ich eigentlich genug. Dann habe ich ja neues Washi-Tape gefunden. Und das fand ich richtig cool. Und zwar ist es themenbezogen. Hier sind zum Beispiel geometrische drinnen. Wir können da mal kurz aufmachen. Zeige ich es euch mal. Ja. Genau, das sind die hier drin. Wie gesagt, die fand ich recht schön. Schwarz-Weiß geht ja immer. Und das waren die. Dann gab es Blumen. Sind die mit dabei? Wie gesagt, ich finde, das fand ich richtig schön und das auch. Deswegen durften die auch mit. Also ein Päckchen, glaube ich, kostet 1,44. Wo habe ich es drauf geschrieben? Sorry, 1,26. Gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben. Dann das hier ist geil. Mit dabei. Wie gesagt, mit den Regentropfen fand ich auch richtig schön und mit den Regenbogen. Und hier die Regenschirme. Richtig toll, da sind immer 6 Stück drin. Dann haben wir hier noch fürs Journaling. Also ich mache eigentlich kein Journaling, aber ich fand die richtig nett.
Es gab noch eins mit Botanik, glaube ich, aber das hat mir nicht so gefallen. Das war nicht so mein Geschmack. Wie gesagt, ich finde ja so schmale auch immer richtig schön. Und die mit den Augen und mit den Wimpern fand ich auch richtig klasse. Das nächste Video wird auf jeden Fall der dritte Teil dann sein von dem Album. Ich dachte nur, ich schmeiße jetzt mal den Einkaufsroll noch schnell dazwischen, weil ich hatte heute auch keine richtige Lust zum Basteln. Genau, das sind hier so Heißluftballons. Ich weiß gar nicht, sind das so Art Tickets? Das schaut aus wie so eine Art Tickets. New York City. Könnte Las Vegas sein, London. Genau. Und da habe ich es eigentlich hauptsächlich wegen dem gestreiften und wegen dem mitgenommen. Die fand ich richtig schön. Genau, das war es jetzt eigentlich schon. Wie gesagt, das war nur ein kleiner Einkauf. Ich wollte die neuen Stanzen, aber die gab es noch nicht. Die sind erst auf der Internetseite von Abeck, glaube ich, sind die diesmal wieder. Und ja, ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.